Ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, diese Verbesserung in einem Rahmen von 5 bis 8% erstmal auch auf die Schnelle umzusetzen. Und wenn ich jetzt 5% mehr Produktivität im Bottleneck bekomme, dann bedeutet das für mich teilweise bis zu 10% mehr Umsatz, den ich über diese Maschinen bringen kann. Ja, im Zuge unserer Produktionsentwicklung haben wir ja immer mehr CNC-Maschinen im Einsatz bekommen. Und was ich also seit vielen Jahren feststelle, ist, dass also diese Maschinen letzten Endes in ihrer Laufleistung nicht optimal genutzt werden. Ja, die Thematik ist die, dass ich eigentlich seit 15 Jahren in verantwortlichen Positionen in der Produktion unterwegs bin und tatsächlich seit der Zeit auch wirklich mich mit diesem Thema beschäftige. Wie kann ich eigentlich tatsächlich messen, was meine Maschine macht? Und ich habe keine Lösung gefunden. Es hat nicht gepasst, es waren zu unterschiedliche Maschinen. Man hat es auf 5 Maschinen anwenden können, aber auf die anderen 5 nicht. Und die Lösung jetzt mit 3D Signals, da kann ich tatsächlich jede Maschine, unabhängig vom Alter, von der Steuerung, von der Software, einfach anschließen. Ja, also als wir angefangen haben mit der Installation, hatte ich nach 45 Minuten die erste Maschine online. Ja, und eine halbe Stunde später die nächste. Und am Tag danach hat mich tatsächlich schon Daten in der Hand gehabt. Also wir hatten tatsächlich schon nach einem Tag die ersten kleinen Ideen, um was besser zu machen. Und das ist das, was mich so fasziniert. Und ich habe vor allen Dingen eine Vergleichbarkeit über alle Maschinen, unabhängig davon, ob es von dem oder dem Hersteller ist. Bis jetzt, was ich also zu sehen und zu hören bekommen habe, erwarte ich sehr gute Produktivitätsergebnisse durch bessere Auslastung, durch bessere Nutzung der Maschinenlaufleistungen.